Herzlich willkommen zurück bei Banished in unserer schönen Stadt Sanctum, die mittlerweile, wenn man vom Schnee absieht, auch mittlerweile ein bisschen wie eine Stadt aussieht. Ja, so langsam wird's. Ein paar Häuser, ein Marktplatz, Kirche, hier so ein Obdachlosenheim. Haben wir alles schon am Start. Rathaus ist mittlerweile auch fertig. Das hat man schon angeguckt, ne? Ja, das haben wir schon angeguckt. Ich habe echt ein schlechtes Gedächtnis. Also das ist jetzt ungefähr, weiß ich nicht, eine Stunde her. Da habe ich die letzte Folge aufgenommen. Und ich habe schon wieder alles vergessen. Bilder brauche ich nicht mehr. Gatherer Hand... Upsala. Jo. Cola. Das ist böse. Förster hatte ich gerade alle neu gemacht, ne? Die Hunter hatte ich neu gemacht. Stimmt, hier unten, das hatte ich neu. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ja, warum die jetzt wieder nicht hier arbeiten, sondern irgendwo da am Arsch der Welt? Steht auch wieder keine Sau. Genau, und die kommen dann von da ganz hinten. Das seems legit. Naja. Warum ist denn der Weg da noch nicht fertig gemacht? Leute, Leute, Leute. So, dann geht's mit meinem Feuerholz hoffentlich dann bald auch wieder hoch. Dann sollte ich mich vielleicht auf jeden Fall auch mal drum kümmern. Ich fange schon wieder jeden Satz mit M an, also das tut mir wirklich leid. Es nervt mich selber auch ein bisschen. Aber das kannst du einfach nicht ausschalten, wenn du wirklich permanent redest. Dann kommt zwischendurch immer diese Pause, wo man automatisch dann sagt. Unglaublich nervig, aber vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie weg. Da haben wir schon wieder zwei Laborer. Mach ich mal eins mit Farmer, weil wir brauchen mittlerweile schon 24, wir haben nur 16. Und noch ein Förster. Am Anfang hatten wir so über 1000 Holz, haben wir nur noch 500. Ist nicht unbedingt viel. Und mir ist gerade eben eingefallen. Wir haben Probleme mit Feuerholz. Wie wäre es denn, wenn wir mal anfangen, hier in der Innenstadt die Häuschen abzugraden? Finde ich eine absolut gelungene Idee. Aber damit werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Weil wir haben echt kein Eisen und kein Stein am Start. Und das Eisen brauchen wir gerade dringend, dringend für unsere Werkzeuge. Viel dringender als für die Häuser. Viel, viel dringender. Wir haben mittlerweile schon wieder 24 ohne Werkzeug. Das gefällt mir überhaupt nicht. Warum ist das jetzt wieder so gestiegen? Wohin ging es ja noch? Die für Kinder produzieren. Alter Schwede. 32 haben wir schon wieder. 32 Kinder. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie. Das leckt gerade schon wieder so ein bisschen. Also die Framerate bricht immer so ein bisschen ein bei Regen oder sowas. Das liegt daran, dass ich bei Banished eigentlich fast immer im Hintergrund rendere. Weil das hier eigentlich ganz gut funktioniert. Bei Rift oder so funktioniert es beispielsweise überhaupt nicht. Da könnte ich unmöglich aufnehmen und nur rendern. Ich würde es auch sehr gerne lassen. Aber dazu habe ich einfach keine. Da fehlt mir einfach die Zeit für. Ich muss es einfach im Hintergrund rendern. Sonst kriege ich die Folgen einfach nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Jetzt kommen Kühe, weißt du? Kühe wollte ich unbedingt haben. Jetzt bräuchte ich dafür 2000. Und habe absolut nichts im Angebot, was ich denen schenken könnte. Ach, da habe ich ja noch Werkzeuge drin. Oh Gott, schnell raus damit. Und ganz Klamotten auch hier. Ist alles noch am Start. Ziehe ich mal gerade einen Farmer ab und mache den zum Trader, damit das ein bisschen schneller geht. Und mache da mal 3000 Korn rein. Weiß ich nicht. Einfach nur ein Experiment. Vielleicht kann ich sie mit Korn bezahlen. Weiß ich nicht.
steht natürlich leider auch nicht. Weil das heißt ja jetzt, er hat 6 Kühe im Angebot. Also 6 Kühe hat er dabei, die könnte ich kaufen. Jedes von den Kühen kostet 1000 Items. So. Und hier kann ich einstellen, wie viel ich kaufen möchte. Hier ist dann die Zahl, wie viel ich auf Lager habe. Also hier in dem Trading Post. Was es ist, logisch. Value, also wie viel es wert ist. Also Korn wäre dann ja 1 wert. Also ein Korn ist dann eben auch ein Count, könnte man. Also ein Coast. Also ein, weiß ich nicht, eine Währung. Während da dann Feuerholz beispielsweise eine Value von 4 hatte, also das vierfache wert ist. Aber wie genau man das jetzt rechnet und wie genau. Ja, man sieht es hier schon wieder. Warum ist Korn jetzt grau? Warum kann ich mit Korn das jetzt wieder nicht bezahlen? Rafft wieder keiner, ne? Korn will der Händler irgendwie nicht haben. Egal, was ich jetzt hier auswähle. Ich habe ja noch nichts ausgewählt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch nichts da habe. Weiß ich noch nicht. Warte ich gerade mal ein bisschen ab. Aber vermutlich wird er bis dahin schon wieder abgehauen sein. So, jetzt habe ich Korn da. Nee, kann ich aber nicht bezahlen damit. Ist echt ein bisschen doof. Weiß ich nicht, wie ich es bezahlen sollte. Geht jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich habe natürlich jetzt wieder massenhaft Feuerholz, weil wir gerade Sommer haben. Aber das möchte ich jetzt nicht direkt wieder verkaufen eigentlich. Na komm, 200 mache ich mal rein. Obwohl, die bringen uns ja. 200 bringen ja uns auch nichts. Kostet 1000. Ach. Scheiße, ey. Ich könnte alles einlagern. Dann würde es reichen. Na, aber das machen wir nicht. Komm. Also auf die Kühe pfeifen wir gerade mal. Die holen wir uns dann später. Fehlt uns gerade ein Woodcutter, das ist unpraktisch. Ich brauche ja Feuerholz. Werkzeug habe ich wieder massenhaft am Start. Holt euch die doch mal. Ich habe 52 Stück im Lager. Und dann kommen hoffentlich meine Schmiede dann auch mal endlich hinterher. Vor allem meine Mine auch. Ich daran denke, wie viel von dem ganzen Zeug ich am Anfang hatte. Jetzt habe ich schon wieder so ultra Probleme, weil ich einfach so viele Leute habe, die alle Werkzeuge brauchen. Ich habe 105 Leute, die alle Werkzeug haben möchten. Wow, ja, mit den Klamotten komme ich natürlich überhaupt nicht mehr hinterher. Selbst mit 3 Hunter-Kabinen komme ich da überhaupt nicht mit dem Leder hinterher. Die Relation stimmt wirklich überhaupt nicht. Also der Hunter produziert so, keine Ahnung, in 2 Stunden irgendwie 3 Leder. Aber er hier braucht 5 Minuten, um ein Leder zu verbrauchen. Das steht da überhaupt keine Relation. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Blöd. So, wenigstens haben wir jetzt wieder alle Werkzeug vorerst. Geht natürlich wieder rapide runter, weil halt kaum etwas nachproduziert wird. Das ist ja alles das Werkzeug, was ich jetzt aus dem Handelsposten rausgeholt habe. Echt ungeil, wie lange die hier echt brauchen. Den Labor lasse ich mal gerade, den habe ich schon gesehen. Der kann hier Träger spielen. Weil man sieht echt, das Werkzeug liegt hier immer so rum. Keiner kümmert sich drum, das ganze Eisen liegt hier rum, keiner kümmert sich drum. Das sehe ich gerade mal, wer ist das? Ein Gatherer. Die werden einfach randomly rausgepickt, werden von ihrer Arbeit abgehalten, weil sie das Zeug durch die Gegend tragen müssen. Ich find's echt scheiße. Ich muss sagen, ich finde es wirklich blöde, dass man hier echt keine Trägerberufe hat. Weil die Labor, die verbrauchst du ja immer. Die brauche ich ja jetzt wieder für andere Dinge. Die lasse ich ja jetzt nicht da drin. Ripsman brauche ich nicht, Gatherer brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, Hunter. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Den einen Trader. Aber
Das habe ich dann schon wieder komplett vergessen. Das ist auch weg. Da ist er. Upala, da ist er auch schon wieder weg. Was bräuchte ich denn mal dringend? Minenarbeiter natürlich. Ich mache die Mine mal komplett voll. Steinmine. Krass, wie viele Leute ich momentan habe. Den einen Trader ziehe ich mal hier ab. Und noch zum Hunter. Ah, da ist einer gestorben. Wurde direkt ersetzt. Passt. Hoppala, da hat es gerade wieder geruckelt. Uff, was ist denn da los? Hä? Ist hier die Pest ausgebrochen oder was? Irgendwas nicht mitbekommen. Oh. A pasture has developed an infestation. Tatsächlich, der ist irgendwie eine Seuche oder sowas ausgebrochen. Kill mal alle außer zwei. Schickt ihr mir hier rüber jetzt die ganzen Viecher. Ach, jetzt ist es wieder vorbei, oder was? Dann mach ich die wieder dann voll. Das ist ja ein Witz hier. Merkwürdiges System. The reserve of iron is low, aber hier liegt doch Eisen rum. Dann das wird sofort wieder abgeholt, dann ist es wieder auf Null, dann wird es wieder abgeholt, wieder auf Null. Puh. Das wird echt noch eine harte Nummer. Da ist schon wieder ein Merchant arrived, der wieder schöne Seeds dabei hat, die ich mir aber momentan wirklich absolut nicht leisten kann. Ich werde momentan auf das Handeln auch komplett verzichten. Weil ich einfach überhaupt nichts zum Handeln habe. Was ist denn der hier eigentlich? Herb Limit. Warum sammle ich denn nur so wenig Medikamente? Oh, 400, so viele brauche ich nämlich nicht. Woodcutter, Woodcutter, Woodcutter. Ja, und Holz. Mit dem Holz komme ich wirklich momentan nicht ganz so gut voran. Hab jetzt schon 12 Würste, aber es geht trotzdem nicht. Brauche ich denn jetzt die Leute? Trader brauche ich gerade überhaupt nicht. Mache ich mal so. So, die arbeiten jetzt beide. Mach ich mal Split, dann haben nämlich die beide 18 Stück. Und bei beiden Hühnchen. Weil ich habe momentan so viele Leute, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich mit denen allen machen soll. So, den mache ich mal kurz aus. Den brauche ich momentan nicht. Könnte ich eigentlich noch eine zweite Mine bauen, wa? Wenn ich schon so viele Leute am Start habe. Sagt ja, Reserve of Iron ist noch, ja, genau deswegen nämlich. So, wie genau steht der da so? Ich habe die gleiche Linie. Geht natürlich wieder nicht, egal. So. So. Haben wir dann unsere zweite Mine. Die lasse ich alle mal Stein cutten hier. Boah, ich habe echt ein bisschen Angst mit diesem Füllstand. Wenn ich da so viele Leute arbeiten lasse, wie schnell der dann wohl weggeht.
Das ist absolut krass. Also, wie viele Leute habe ich momentan? 120 haben wir mittlerweile. Ach du Scheiße. Das ist ja der Hammer. Ich bedenke, letztes Mal hatten wir in Folge 12 fünf Leute insgesamt. Jetzt haben wir schon in Folge... In welcher Folge sind wir gerade? Ich glaube, Folge 9 dürfte das, glaube ich, sein. Und wir haben 120. Das ist schon absolut krass. Und haben absolut kein Problem mit der Nahrung. Das finde ich echt der Hammer. Ich glaube, ich bin noch nicht einmal unter 10.000. Seit ich über 10.000 bin, bin ich noch nicht einmal wieder runtergegangen. Das ist schon sehr geil. Und wie schnell das geht. Guck mal, zack, wird schon wieder aufgebaut. In der alten Staffel hätten wir jetzt erstmal die ganze Folge warten müssen, bis die Rohstoffe da ankommen. Da wird wieder der Berg aufgeschüttet. Ich finde schon witzig, wie diese Grafik zustande kommen. Ich meine, wozu baue ich die Mine an den Berg, wenn die eh einen Berg da hinschütten? Dann kann ich sie auch mitten hier in den Wald stellen. Fertig. Mache ich da einmal ein weniger. Kommen nämlich alle direkt in die Mine. Brauche ich nämlich jetzt 30 Leute. 20 habe ich. Gucken, wie es dann abgehen wird. Produzieren jetzt beide Iron, das ist ganz gut so. Kohle. Scheiß ich gerade mal. Um es ganz hart auszudrücken. Holz. Holz geht auch überhaupt nicht voran. Wobei ich mich ein bisschen frage, warum? Wird jetzt so viel weggehackt bei den Woodcuttern oder was? Von 260 ist es mir so viel. Da hatte ich mal 1000 mehr. Hm. Könnte ich ja gerade mal so ein bisschen machen. Dass ich vielleicht sage, ich holze hier mal so ein bisschen wenigstens was ab. Hier können eh die ganzen Ressourcen weg. Ist ja schließlich Stadt. Ups. Da ist schon wieder ein Merchant arrived. Was hat der denn dabei? Ja, okay, du kannst direkt wieder abhauen. Nahrung brauche ich nun wirklich am allerwenigsten. Witzigerweise habe ich meine ganzen anderen Rohstoffe für Seeds, die ja wiederum für Nahrung da sind, ausgegeben. Verkauft, das ist natürlich super. Aber naja, wir wollen die ja sammeln. Ne? Ich meine, was macht man hier auch anders im Spiel? Man baut halt die Stadt auf und hat so ein kleines Gadget-Ziel noch dazu, so ein Zusatzziel, diese ganzen Seeds und so weiter zu sammeln. Möglichst viel Vielfalt hier reinzubringen. Ansonsten gibt es hier ja nicht mehr so viel. Was können wir denn jetzt noch machen, um das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren? Noch eine First Lodge. Hm, gibt das Sinn? Vielleicht, ne? Aber der überschneidet sich sehr stark. Oder? Da und da. Ja, schon ziemlich krass. Und hier unten. Hm. Gefällt mir nicht so mit dem Berg und dem Wasser. Und da möchte ich natürlich jetzt keinen Wald hinhaben. Oh. Schon wieder keine Werkzeuge. Warum das denn? Ich habe Holz, ich habe Eisen. Trotzdem habe ich schon einen Werkzeugmangel. Komisch. So, dann mache ich mal die Straße hin. Und das ist nicht so gut.
Nicht so ghoul. Ja, das ist nicht so ghoul. Die Ghoul-Armee. Ich mal eine doppelte Straßenverbindung hin. Wo ist der Weg? Hilfe, ich sehe nicht. Oh, Leute. So. Wo habe ich jetzt die Baustelle? Da. Zack, da kommt dann auch direkt nochmal so einer hin. Und natürlich noch ein Stockpile. Die Bude und die Försterbude. Oh krass, jetzt mit den Werkzeugen geht es echt nicht voran. Jetzt habe ich schon zwei Schmiede und zwei Minen. Und es läuft trotzdem überhaupt nicht. Habe ich auch zwei Schmiede? Ja, habe ich. Oh. Ich habe gerade mal auf meine Nahrungsvorräte geguckt. Das liegt vermutlich daran, dass ich keine Werkzeuge am Start habe. Und hier gerade alles mit den Händen machen. Hoppala. Führung. 32 Leute ohne Werkzeug. 32 von 101, wohlgemerkt. Krank. Wie schnell das auf einmal alles geht hier. Muss man ein bisschen langsamer machen. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal ein Päuschen machen. Denn um dieses Chaos, diese Werkzeugnot hier mal in den Griff zu kriegen, kümmert sich dann mal wieder der Zukunfts-Eni. Ich mache dann nämlich für heute mal ein Aufnahmepäuschen. Und alles Gute und bis zur nächsten Folge wünscht uns der Boniel, der ist nämlich fair. Hahaha. Ne, der geht jetzt zur Arbeit, der ist Hunter. Der dreht jetzt ein neues Hunter Power Video. Ach Gott, meine Witze werden auch immer schlechter. Naja, also bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.